Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die deutschen Christdemokraten haben sich heute als letzte der großen Parteien zusammengeschlossen. Nur zwei Tage vor der staatlichen Einheit erklärten auf dem Parteitag in Hamburg die Landesverbände der DDR-CDU feierlich ihren Beitritt. Zum Vorsitzenden der Gesamt-CDU wählten die Delegierten mit einem Rekordergebnis Bundeskanzler Kohl. Sein alleiniger Stellvertreter wurde mit gleichfalls überwältigender Stimmenmehrheit DDR-Ministerpräsident de Maizière. Bei der Eröffnung des Vereinigungsparteitages hatte sich Kohl in einer Bilanz der Parteigeschichte auch kritisch zu der Vergangenheit der DDR-CDU als ehemaliger Blockpartei der SED geäußert. Bis zur Erneuerung der Ost-CDU im vergangenen Jahr habe es, wie Kohl sagte, viele bittere und tragische Abschnitte und manchmal auch späte Einsicht gegeben. In seiner späteren Grundsatzrede meldete Kohl dann den Anspruch für die vereinigte CDU an, auch in Gesamtdeutschland die führende politische Kraft zu sein. Es war der Tag des CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlers. Am Vormittag hatte Helmut Kohl den letzten CDU-Bundesparteitag eröffnet und am Nachmittag den ersten Parteitag der CDU Deutschlands, den Vereinigungsparteitag. Verstärkt durch 200.000 Parteifreunde aus der bisherigen DDR ist die Gesamt-CDU auf 850.000 Mitglieder angewachsen. Die 1.000 Delegierten aus Ost und West feierten die Vereinigung in einer Mischung aus ernster Bewegung und herzlicher Freude. Wir sind einfach glücklich. Wir freuen uns auf Deutschland. Die CDU Brandenburg ist ein Teil der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Ich spreche für Sachsen. Sachsen, das sind auch die Sorben, das sind die Schlesier, die Vogtländer, das sind auch die Erzgebirgler. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, es kommt eine aktive CDU in diese große Unionsfamilie. Immer wieder von Applaus unterbrochen, gaben die Abgesandten der 5 neuen Landesverbände und aus Ost-Berlin einzeln ihre Erklärungen ab. Nach 4 Jahrzehnten der Trennung war die CDU Deutschlands wieder eins. Das Deutschlandlied beendete den Vereinigungsvorgang. Selbst die an der Spitze waren ergriffen in dieser Minute. Die CDU sieht sich als die Partei der Einheit und ihren Vorsitzenden als den Kanzler der Einheit. Liebe Freunde, wo stünden wir eigentlich heute in Deutschland, wenn die historischen Situationen unserer Geschichte die Zauderer und die Kleinmütigen die Geschicke unseres Vaterlandes bestimmt hätten? Wer also gern und häufig von den Kosten der Einheit redet, der soll nicht vergessen, genauso offen über die materiellen und immateriellen Erträge der Einheit zu sprechen. Dazu gehören selbstverständlich auch die immateriellen Seiten. Das, was nicht in Mark und Pfennig zu messen ist. Und ich nenne an erster Stelle die persönliche Freiheit. Die CDU meldet die Führung auch für Gesamtdeutschland an. Und die aus der DDR hinzugekommenen Parteifreunde zeigten sich kampffreudig. Jede Partei muss über ihre Vergangenheit nachdenken. Wenn die SPD von der Blockflöte CDU spricht, dann ist das der hinterhältige und untaugliche Versuch, von den Schalmeienklängen abzulenken, mit denen führende SPD-Funktionäre über Jahre hinweg der SED-Spitze geholt haben. Wer die Politik in der DDR nicht nur der SED überlassen wollte, sondern sich vorgenommen hatte, auch andere politische Ansätze ins Spiel zu bringen, der konnte dies nur in der CDU oder in anderen Parteien tun. Die Mitarbeit dort war die einzige Alternative zur SED, wenn man sich aus Resignation nicht ganz aus dem öffentlichen Leben zurückziehen wollte. Am Abend dann ein weiterer Triumph für Helmut Kohl. Mit dem überwältigenden Ergebnis von annähernd 99% der abgegebenen Stimmen wählte die CDU ihn zu ihrem ersten gesamtdeutschen Vorsitzenden. Beachtlich auch die Stimmenzahl für seinen ersten Stellvertreter Lothar de Maizière. 908 Delegierte waren für ihn. Nach Ansicht der SPD wird die Vergangenheitsbewältigung der DDR-CDU eine, wie Vorstandssprecher Heusen erklärte, schmerzhafte und langwierige Aufgabe sein. Am Anfang musste der Verzicht auf das materielle Erbe der früheren Blockpartei stehen. In Bonn liegen jetzt Vorschläge des Bundesinnenministeriums für ein neues Wahlgesetz auf dem Tisch.
Nach Angaben von Regierungssprecher Klein halten sie sich eng an die sehr klaren Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes, das am Wochenende wesentliche Bestimmungen des bisherigen Gesetzes verworfen hatte. Auch die Parteien meldeten sich heute zu Wort. Gut besucht war die Pressekonferenz der Grünen heute in Bonn nicht. Trotz des heiklen Themas, das Urteil von Karlsruhe, das sogar den Wahltermin, den 2. Dezember, zeitweise zum Wackeln brachte. Das Bundesverfassungsgericht hat sich weitgehend unserer Argumentation angeschlossen. Bis auf den einen Punkt, dass wir ja grundsätzlich sagen, die 5%-Klausel ist undemokratisch und darf nicht ins Wahlgesetz rein. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht das offen gelassen und hat gesagt, es geht ohne 5%-Klausel, aber es ist auch möglich, eine Sperrklausel einzurichten. Der frisch formulierte Gesetzentwurf aus dem Innenministerium sieht vor, dass die 5%-Sperrklausel getrennt festgelegt werden soll. Das Huckepack-Verfahren soll zugunsten von Listenvereinigung entfallen. Heiße Diskussion darüber heute im SPD-Fraktionsvorstand. Gab es im Vorfeld Aussagen darüber, dass der 2. Dezember, der Wahltermin, durchaus zur Disposition stünde, so die Sprachregelung jetzt? Wir werden uns jedenfalls an dem Gesetzgebungsverfahren mit dem Ziel beteiligen, dass der vorgesehene Wahltermin am 2. Dezember gehalten werden kann. Der eigentliche Gewinner dieses Debakels scheint dabei die PDS zu sein, denn wenn die 5%-Klausel getrennt auf das Gebiet der DDR angewandt wird, dann hat sie sehr zufriedenstellende Erfolgschancen. Nach letzten Umfrageergebnissen liegt die PDS in der DDR bei 14%. Das würde bedeuten 21 Sitze im Bundestag. Verlierer die DSU. Ohne Huckepack mit der CSU würde sie in den Bundestag nicht einziehen können. Denn 5% wird sie DDR-weit nicht erreichen. Finanzexperten aus Bonn und Ost-Berlin suchen nach mehreren hundert der insgesamt 860 Millionen Mark, die die Bundesregierung im Februar der DDR als Transitpauschale für 1990 überwiesen hatte. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums äußerte die Hoffnung, dass das Geld, wie er sagte, irgendwo im Gestrüpp der Buchungen hängen geblieben sei. Die Gelder waren für den Ausbau und die Erhaltung der Straßen von und nach Berlin bestimmt. DDR-Verkehrsminister Gibtner sagte der Bild-Zeitung, mit Ausnahme von 70 Millionen in diesem Jahr habe das Verkehrswesen nie eine Mark gesehen. Gegenüber der Dresdner Morgenpost machte der frühere Minister für innerdeutsche Beziehungen Windelin Korruption für das Verschwinden der Gelder mitverantwortlich. Der Vorsitzende des Volkskammerausschusses zur Stasi-Überprüfung hat die Spitzelvorwürfe gegen 15 belastete Minister und Abgeordnete präzisiert. Zugleich trat er deren Darstellungen entgegen. Bei ihrer Tätigkeit habe es sich lediglich um berufliche Kontakte gehandelt. Als Kriterien für die dringenden Rücktrittsempfehlungen des Ausschusses nannte Hildebrand neben einer schriftlichen Verpflichtungserklärung die Art der Abfassung dieser Erklärungen, die Haltung und Intensität des Informanten und die Gefahr der gelieferten Informationen für andere. Bundesaußenminister Genscher hat sich vor der KSZE-Konferenz in New York für ein Zusammenwachsen ganz Europas ausgesprochen. Nach den Umwälzungen im Osten dürften an die Stellen der bisherigen politischen und militärischen Trennlinien keine wirtschaftlichen oder sozialen Gräben treten. Wenige Stunden vor der formellen Entlassung des Vereinigten Deutschland in die volle Souveränität versicherte Genscher noch einmal, dass das größere Deutschland als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen wolle. In New York haben die vier Siegermächte und die zwei deutschen Staaten die Erklärung zur Aussetzung der vier Mächte Rechte und Verantwortlichkeiten unterzeichnet. Das Dokument war am 12. September in Moskau endgültig gebilligt worden. Seit einer Viertelstunde sind die Voraussetzungen geschaffen, dass morgen Nacht ein souveränes, vereintes Deutschland entstehen kann. Die sogenannten 2+4-Verträge sind zwar unterzeichnet, sie treten aber erst in Kraft, wenn sie von den nationalen Parlamenten ratifiziert worden sind. Im Vorgriff auf diese Ratifizierung haben heute die Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien und die Sowjetunion die alliierten Vorbehaltsrechte außer Kraft gesetzt und damit das vereinte Deutschland in die Souveränität entlassen. Ab morgen Nacht sind wir 45 Jahre nach Kriegsende wieder für unser eigenes Schicksal verantwortlich. Damit erlischt die Existenz der völkerrechtlichen Zwitterwesen Bundesrepublik und Deutsche Demokratische Republik. Die Nachkriegszeit ist endgültig vorüber. Vorläufig wird die Aussetzung der alliierten Vorbehaltsrechte in der politischen Praxis kaum spürbar werden. Langfristig können sich hier tiefgreifende politische Veränderungen ergeben. So verlieren zum Beispiel die alliierten Truppen in Deutschland ihr Recht, dort stationiert zu sein. Zukünftig könnte ihre Präsenz abhängig werden vom politischen Willen einer Bundesregierung.
Der Verteidigungsminister kann nun souverän darüber entscheiden, welches Kontingent an Tiefflügen alliierte Piloten absolvieren dürfen. Die deutsche Außenpolitik wird an Gewicht gewinnen müssen. Sie wird komplizierter und folgenreicher werden. US-Präsident Bush hat heute vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen versichert, dass die USA die Golfkrise auf friedlichem Wege lösen wollten. Die amerikanischen Truppen würden keinen Tag länger als nötig in Saudi-Arabien bleiben. Unabdingbare Voraussetzung für eine friedliche Beilegung der Krise, so Bush, sei aber der Rückzug des Irak aus Kuwait. Wenn diese Bedingung erfüllt sei, bestünden auch Chancen für die Lösung anderer Nahostprobleme, wie zum Beispiel des Konfliktes zwischen Israel und den Arabern. Bei dem Versuch, die internationale Isolation zu durchbrechen, bemüht sich die irakische Führung weiterhin um eine Annäherung an Frankreich. Wie die irakische Nachrichtenagentur INA heute mitteilte, dürfen 9 französische Geiseln das Land auf Anordnung von Präsident Saddam Hussein verlassen. Insgesamt hat der Irak nach Angaben aus Paris mehr als 100 Franzosen an unbekannte Orte verschleppt. Bereits gestern hatte Saddam Hussein in einer Fernsehrede Interesse am Nahostfriedensplan des französischen Staatspräsidenten Mitterrand geäußert und erklärt, es gebe Kontakte zur französischen Regierung. Der Sprecher Mitterrands betonte heute dagegen, Paris und Bagdad unterhielten nichts, was man mit Verhandlungen gleichsetzen könnte. In der Sowjetunion wird es wieder Gewissens- und Religionsfreiheit geben. Ein entsprechendes Gesetz hat der oberste Sowjet, das Parlament der UdSSR, heute in Moskau verabschiedet. Die Abgeordneten stimmten mit überwältigender Mehrheit dafür, nämlich 341. Nur 2 waren dagegen. Das neue Gesetz ersetzt eins aus dem Jahre 1929. Es gewährleistet freie kirchliche Betätigung, sieht die Streichung von Geldern für atheistische Propaganda vor und lässt die Eröffnung konfessionell gebundener Schulen zu. In Kiew haben auch heute wieder mehr als 100.000 ukrainische Nationalisten für die Unabhängigkeit ihrer Sowjetrepublik demonstriert. Schon gestern waren Zehntausende in der ukrainischen Hauptstadt auf die Straße gegangen, aus Protest gegen den geplanten Unionsvertrag, mit dem die Beziehungen zwischen der Moskauer Zentralregierung und den 15 Unionsrepubliken neu geregelt werden sollen. Für heute hatten Nationalisten und Oppositionsgruppen zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Die Auflösungserscheinungen des jugoslawischen Vielvölkerstaates setzen sich fort. Heute hat die knapp 600.000 Menschen zählende serbische Minderheit in Kroatien ihre Autonomie ausgerufen. Die Serben wollen in Zukunft als 9. Landesteil Jugoslawiens auch einen Vertreter in das Staatspräsidium in Belgrad entsenden. Hintergrund der Autonomieerklärung ist offenbar die am Wochenende von der Polizei erzwungene Entwaffnung der Serben in Kroatien. Die IG Metall will den Umweltschutz am Arbeitsplatz zu einem Schwerpunkt ihrer künftigen Tarifpolitik machen. Zum Auftakt der Aktion Tatortbetrieb kündigte die Gewerkschaft heute in Stuttgart an, dafür in Zukunft 1% des Lohns zur Verfügung stellen zu wollen. Gift am Arbeitsplatz wie krebserregende Stoffe in Schmiermitteln. Für viele der 500 Betriebsräte, die heute in Stuttgart Erfahrungen austauschten, etwas ganz Neues. Die IG Metall will sie für die Gefahren sensibilisieren und damit das Schlagwort von den sicheren Arbeitsplätzen einmal von einer ganz anderen Seite angehen. Die Arbeit soll nicht mehr krank machen, notfalls per Tarifvertrag. Hier werden einerseits Menschen zum Teil wirklich ganz, ganz stark geschädigt und zum anderen wird hier mit Produkten in die Umwelt eine Umweltverseuchung hervorgerufen, die so nicht zu akzeptieren ist. Hier muss rangegangen werden und zwar direkt vom Betrieb aus. Aber wir können uns auch vorstellen, dass wir beispielsweise tarifpolitisch rangehen. 1% des Lohns will man bei künftigen Tarifrunden dafür opfern und davon Experten bezahlen, die die Betriebe beraten. Noch werden in fast jedem zweiten Metallbetrieb gesundheitsschädliche Stoffe verwendet. Als Schmier oder als Lösungsmittel. Per- und Trichloethylen etwa, die Leber- und Nierenschäden verursachen können. Sie wurden schon aus 350 Betrieben verbannt. Jetzt sollen die Firmen von den Mitarbeitern systematisch nach weiteren Giften durchforstet werden. Die IG Metall baut auf einen Erfolg, auch wenn es die Mitglieder Geld kostet. Denn der Arbeitsschutz sei eine der Sorgen, hieß es heute, die die Mitarbeiter am meisten beschäftigt. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 2. Oktober. Der Satellitenfilm zeigt zunächst ein breites Wolkenband von der Ostsee über Russland und Deutschland bis nach Frankreich. Gleichzeitig erkennt man eine wolkenarme Zone von der Biskaya zur Nordsee. Während sie im Tagesverlauf aufgrund von Quellwolken schmaler wurde, kam das breite Wolkenband langsam südostwärts voran. Die zugehörige Kaltfront zieht nach Südosten ab.
Gleichzeitig verlagert sich ein Hoch unter Verstärkung über Deutschland ostwärts. Die Vorhersage für morgen. Nach zum Teil zögernder Nebelauflösung wolkig mit zunehmenden Aufheiterungen und trocken. Tiefsttemperaturen 7 bis 11 Grad. Tageshöchstwerte 15 bis 20 Grad. Allgemein schwachwindig. Die weiteren Aussichten: am Mittwoch in ganz Deutschland nach Nebelauflösung zunächst heiter bis wolkig und trocken. In der zweiten Tageshälfte im Nordwesten und im Norden aufkommender Regen, noch mild. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Abreise der Alliierten aus Berlin, das Ende der Besatzungszeit und keine Fopos mehr in Ost-Berlin. Eine vorgezogene Vereinigung für den Tag der Deutschen Einheit.